Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 11. März 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen, dass unserem Sonne die gesamten Sonnensystem eine Bewegung hat und bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonischen Jahr dauert etwa 26.000 Jahren und ein platonischen Monat dauert etwa 2.000 Jahren. Und Dezember 2012, so wie die Maya-Kalender das berechnet hat, ist die Wassermann-Zeitalter begonnen und das dauert etwa bis Jahr 4000. Vorher waren wir in Fischen-Zeitalter. Also ein neues Zeitalter ist begonnen. Und weil das berücksichtigt wird in indischen Astrologien, diese Bewegung, es ist ein anderes Ergebnis, nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, es ist anderes als in westlichen Horoskopen. Surya ist die Sonne in indischen Mythologie. Surya befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Und zeigt die Monatsthemen. Monatsthema ist einmal die Luftelement, von allen befreien, was uns bedrückt, endlich aufatmen. Dann Monatsthema ist ein Adlerblick, ein Weitblick, die Zusammenhänge zum Erkennen. Monatsthema ist auch unseren Ideen umsetzen in Tat und von etwas befreien. Wir brauchen einen gewissen Freiraum. Soma ist einer der Namen des Mondes. Es gibt verschiedene Namen. Soma bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder. Und hat einen Einfluss auf unseren Alltag, weil Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Aber nicht nur das, sondern Mond hat einen sehr großen Einfluss auf unsere Stimmung, auf unsere Gefühle und nimmt Energie auf von Weltall und reflektiert uns das weiter. Und darüber erzählen auch die Mondhäuser, weil das beschreibt die Einflüsse von Fixsternen. Agni ist der Feuergott in indischen Mythologie und von diesem Feuerenergie da ist Mars entstanden. Agni verbinde ich mit Mars, ist auch im Widder. Die beiden Mond und Mars bilden sich heute eine sogenannte Konjunktion, was nichts anderes ist, dass die beiden sich treffen und wirken gemeinsam. Mars gibt die Impuls und das ist sehr stark, weil das ist Feuerelement, sehr feurig und das kann man nicht bremsen. Und Mond natürlich hat einen Einfluss auf die Gefühle. Entweder kommen Gefühlsausbrüche und das kann auch Wut auslösen. Oder es ist sehr wichtig, sehr intensiv, die Gefühle in Ausdruck zu bringen und nach Gefühl spontan handeln. Buddha ist die Sanskrit-Name für Merkur, wird aber mit ein D geschrieben.
Merkur ist rückläufig und bewegt sich in den Tierkreiszeichen Fischen. Ich habe in diesem Karte diese Schreibweise mit 2D und das bedeutet schon Erleuchtung oder die Erleuchtende. Trotzdem verbinde ich mit Merkur. Merkur, dieser rückläufige Merkur, bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen. Rückläufigkeit bedeutet entweder, dass etwas wird gebremst oder dass wir stehen bleiben sollen und Zeit lassen, etwas noch überprüfen oder Vergangenheit. Und weil bei Merkur Handlungen und Gesprächen oder Dokumenten handelt, das kann auch Themen sein von Vergangenheit oder kommt eine Nachricht von jemand, den wir von früher kennen. Indra steht mit Jupiter in Verbindung. Jupiter oder Indra befindet sich in Skorpion und das gehört zum Wasserelement. Jupiter vergrößert etwas. Und hier bei Wasserelement ist es unserem Gefühlsebenen. Also das wird vergrößert, intensivere Gefühle, das was Jupiter hier auslöst. Und bei Skorpion-Energie schauen wir auch auf die Tiefe. Und da sind unsere Ängste. Die Quelle oder die Ursache, genau die Ursache erkennen, woher kommt diese Angst. Und dann können wir davon uns befreien und damit bringt Jupiter das in Ordnung, schenkt uns eine optimistische Haltung und Glück, Chancen, Möglichkeiten in unserem Leben. Aber bevor wir das annehmen, sollen wir auch mit unseren Ängsten auch befassen. Jetzt nicht in dem Sinne, dass wir da aufhalten sollen, sondern nachfragen, woher kommt das überhaupt? Und dann loslassen. Lakshmi ist die Schönheit. In indischer Mythologie steht mit Venus in Verbindung. Venus oder Lakshmi ist im Tierkreiszeichen Steinbock. Und dieses Erdeelement zeigt mit Venus-Energie die Bedürfnisse, Sicherheit, Stabilität, Struktur in die Liebe, Partnerschaft. Skanda steht mit Saturn in Verbindung. Saturn bringt Struktur in unserem Leben und belehrt uns. Saturn bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze und belehrt uns. Themen sind Sport, Bewegung, Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Fremdsprache. Und noch etwas, und das zeigt die Schütze, und das ist die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und dieses Zentrum ist ein Energiefeld und zeigt unsere Wünsche. Das sollen wir als Ziel setzen, dann haben wir die Richtung und können wir das in Bewegung setzen. Mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten. Und die Elemente schauen wir an. Mond, Mars, Saturn ist im Feuerelement, Venus ist im Erdeelement, Sonne ist im Luftelement, Merkur, Jupiter ist im Wasserelement. In jedem Element fließt Energie, also wir können das mal als Harmonie betrachten. Und jetzt kommen die äußeren Planeten, Uranus, Neptun und Pluto. Uranus bewegt sich im Tierkreiszeichen Widder, bringt Umbrüche und Veränderungen. Neptun bewegt sich im Wassermann, zeigt unseren Träume, unserer Kreativität. Und Pluto
ist die Erneuerungsprozess oder Kraft. Und es kommt diese Kraft von unserem Inneren, und auch die Sexualität steht auch mit Pluto in Verbindung. Und jetzt die Verbindungen. Ketu und Rahu, die sind die beiden Mondknoten. Es ist eigentlich eins. Das ist eine Drache. Und diese Drache zeigt unserem karmischen Weg, unserem karmischen Themen, aber auch Ängste. Diese Drache ist getrennt. Der Kopf ist abgeschnitten. Also wir haben zwei Teile, gehört aber zusammen. Die Drachenkörper heißt Ketu. Und das zeigt alten karmischen Themen. All das, was wir erlebt haben in früheren Leben. Diese Drachenkörper, Ketu, bewegt sich im Schütze. Ganzes Jahr, bewegt sich sogar nächstes Jahr auch noch im Schütze. Bei Schützengeborenen aktiviert karmischen Themen. Natürlich bei denjenigen, wo dieser Mondknoten in Schütze ist, im Geburtshoroskop, wird auch natürlich eine wichtige Botschaft sein. Die alten karmischen Themen haben einen Bezug zum Bewegung, Reisen und hat auch einen Hinweis, diese Ketu, was hier etwas aktiviert im Schützen, unseren Wünsche auch mal ernst nehmen. All das, was früher wir auch gehabt haben, aber haben wir das nicht zugelassen, jetzt sind die Chancen, Möglichkeiten da, das zum Erleben. Dieser Drache hat auch einen Kopf, ist aber vom Körper getrennt. Und dieser Kopf bewegt sich in Zwillingen. Ganzes Jahr und auch noch nächstes Jahr ist Rahu, dieser Kopf, in Zwillingen. Und das, was wir suchen, natürlich aktiviert eher karmischen Themen bei Menschen, die in Tierkreiszeichen Zwilling geboren sind oder Mond ist im Zwilling oder Aszendent Zwilling oder die Mondknoten ist im Zwilling. Aber das wäre im Allgemeinen auch eine Richtung, was die Zwilling vermittelt, die Tierkreiszeichen Zwilling. Und das ist für uns allen eine Botschaft, was die Tierkreiszeichen Zwillingen erzählt. Weil das ist gerade im Allgemeinen für uns alle die karmische Orientierung, weil das, was unsere Seele sucht, dann soll das auch gefunden werden. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte aus der klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine Königin, eine wunderschöne Königin Leda. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Das Problem war aber, dass Leda war verheiratet. Leda war verheiratet mit dem König von Sparta. Und Leda wurde von ihm auch schwanger. Also, Leda gebar die Zwillinge. Kastor war der Sohn von dem König von Sparta. Also menschlich und sterblich. Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus,
also hatte eine göttliche Abstammung und erbte die Unsterblichkeit. Die beiden Zwillinge waren miteinander immer verbunden. Und wo Castor sterben musste, dann ging Pollux zu seinem Vater, zum Zeus, und sagte: Ich möchte auch sterben, weil ich will meinen Bruder nicht alleine lassen. Wir gehören zusammen, ich möchte auch sterben. Zeus berührte das und Zeus hat die beiden Zwillinge unsterblich gemacht und er hat beiden im Himmel gesetzt. Und seitdem leuchten sie als Hauptsternen in Tierkreiszeichen Zwillinge und sind miteinander verbunden, Castor und Pollux. Diese Geschichte erzählt für uns etwas Wichtiges. Wir haben einen seelischen Teil in uns, weil wir haben eine Seele. Und diese Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Und das ist dieser göttliche, unsterbliche Teil in uns. Ich könnte sagen, das ist Pollux. Und wir haben aber einen Schicksalsweg, was die Seele ausgesucht hat. Und dieser Schicksalsweg hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unser Tod. Und diesen Weg gehen wir. Und das ist uns bewusst. Und hier erleben wir das bewusst und erleben wir das auf die Erde. Das ist das Mensch zu sein, dieser menschliche Lebensweg. Aber das hat ein Ende. Das heißt, wir sind sterblich. Und dieser Teil zeigt Castor. Aber die beiden sind miteinander verbunden. Das heißt, wir haben eine Verbindung zu unserer Seele. Und unsere Seele wohnt in unserem Inneren. Und wenn wir zur Ruhe kommen, dann spüren wir das auch. Und wenn wir dazu hören, dann hören wir unsere inneren Stimme. Und wenn wir dieses Gefühl auch zulassen, dann hören wir auf unserem gesunden Bauchgefühl. Und das sollen wir auch pflegen. Diese Inneren auch schön gestalten, nach unserem Fantasie. Das ist so Art wie einen inneren Tempel. Und wir sollen unsere Seele immer wieder besuchen in diesem inneren Tempel. Jeder nach ihren Fantasie, das kann ein Blumenwiese sein oder ein gemütliches Wohnzimmer. Wichtig ist das Wohlbefinden, wichtig ist die Ruhe. Die Ruhe liegt die Kraft. Und in dem Moment spüren wir unserem Inneren. Das ist Balsam für die Seele. Und das Wundervolle daran ist, dass wir spüren Gott. Gott in uns. Weil die Verbindung ist da. Wir sind ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Und das erzählt die Zwillinge. Und dann gibt auch die Luftelement dazu, die Leichtigkeit, das Spielerische, das befreit auch von unseren Ängsten. Und hier ist dieser Drachenkopf. Und das, was unsere Seele gerade sucht, das kann ich schon verallgemeinen. Das ist die Richtung, wo wir Menschen gerade bewegen, suchen unseren höheren Bewusstsein oder die Verbindung zum Gott oder die Verbindung zu unserem Seele, die Verbindung zu unserem Quelle, unserem Intuition. Ketu ist die Drachenkörper und symbolisiert Vergangenheit. Hier sind gespeicherten Informationen, all das, was mit Vergangenheit was zu tun hat. Aktiviert bei uns karmischen Themen, karmischen Erinnerungen und Begegnungen. K
Ketu bewegt sich im Schütze. Die beiden Mondknoten bewegen sie sich genau in andere Richtung als die Planeten. Bei Planeten würde ich sagen rückläufig. Also diese fast sozusagen rückläufige Bewegung nähert sich zum Pluto hier in Tierkreiszeichen Schütze. Und diese Annäherung bedeutet, dass bald werden sie eine Konjunktion bilden, Ketu und Pluto. Pluto bewegt sich vorwärts, Ketu genau in anderen Richtung und da kommt eine Annäherung und bald treffen sie sich die beiden und wird etwas auslösen. Bei Ketu-Energie kommen die Erinnerungen und bei Pluto ist das Loslassen und Transformieren. All das Aufräumen von Vergangenheit, was uns belastet. Jupiter und Pluto haben gerade auch eine schöne Verbindung. Pluto-Jupiter-Verbindung verbindet sich zwei benachbarte Tierkreiszeichen Skorpion und Schütze und da kommt eine Art gegenseitige Unterstützung, wie zwei gute Nachbarn, die sich gegenseitig unterstützen. Pluto gibt die Kraft, die Überzeugungskraft und Jupiter sorgt für Gerechtigkeit, aber auch für Chancen, Möglichkeiten. Es kommt eine Annäherung zwischen Sonne und Jupiter, eine Verbindung zwischen Sonne und Jupiter, die sind noch nicht in einer exakten Verbindung, aber das nähert sich und löst aus in die Tagen Ungerechtigkeiten. Es ist Spannung, Ungerechtigkeit, kann auch Lügen sein, dass all das in die Licht kommt. Es wird etwas geklärt, aber das tut weh, das kann unangenehm sein und vor allem, es ist ungerecht. Es handelt sich hier um Ungerechtigkeiten. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder, steht in Verbindung zum Mars und beide bewegen sie sich ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Parani. Und das symbolisiert wie ein Neugeburt. Etwas wird hier geboren werden. Zeigt auch Mütterlichkeit, aber in erster Linie gerade bei Mars-Energie bedeutet, es wird etwas Neues entstehen. Und besonders bei männlichen Personen, weil Mars ist männlich, kann natürlich auch bedeuten, dass wir Frauen möchten etwas Neues starten und mit dieser Mars-Energie haben wir die Mut und die Kraft und wird etwas Neues entstehen. Und jetzt zum Maya-Kalender. Im Maya-Kalender gibt es Wellen und eine Welle dauert 13 Tage lang. Das ist wie in unserem Kalender eine Woche. Und wir befinden uns in siebten Wellen, das sind Töne oder Oktaven oder Frequenzen. Und diese siebte Welle dauert bis 11. März, also das heißt, heute ist der letzte Tag dieses Welle und kommt eine Veränderung. Wir übergehen in die nächste Welle, in die nächste Frequenz. Also das ist der letzte Tag der siebten Wellen. Diese Welle gehört zum Wasserelement und das aktiviert unserem Unbewussten und aktiviert unseren Gefühlen. Und diese Welle bedeutet Reinigung, blitzartige Transformation. In Natur können wir als Gewitter, Blitz, Donner beobachten, so fühlt sich das auch an. Aber keine Angst vor dieser Energie, weil das bedeutet Erneuerungs,
Prozess oder Wandel. Es kann stürmisch sein, es kann eine große Herausforderung sein, aber es ist wichtig, diese Veränderung, diese Erneuerung. Die heutige Zahl ist die Zahl 13, ganz klar, das ist der 13. Tag dieser Welle und ab morgen starten wir eine neue Welle. Und diese Zahl 13 bedeutet, ins Ziel angekommen zu sein, den nächsten Schritt vorbereiten, eine Wandlung zum Schönheit und den Tag genießen, tragen lassen. Die heutigen Kraftfeld ist Chen. Und Chen bedeutet eine blaue Affe. Und wir dürfen das auch mal erlauben, witzig zu sein, mal ein Clown zu sein, etwas mit Humor betrachten. Und genau das zeigt auch diese Affe, diese blaue Affe. Etwas mit Humor nehmen. Wir brauchen die Spontanität, Spaß zu haben im Leben. Bedeutet aber auch das innere Kind und diese Leichtigkeit, Fantasie, Leichtigkeit, diese spielerische, das ist gerade die Kraftfeld. Und wir haben auch Mondenergie, da gibt es auch in diesem Kalendersystem Mondphasen, aber das ist nicht zum Vergleichen, die Mondphasen, was wir so kennen wie abnehmende oder zunehmende Mondphasen, sondern die Mondenergie wird auch beschrieben. Wir befinden uns gerade in einer solaren Mondphase und die heutige Mondenergie ist die rote Erde, heißt das Kaban, die rote Erde. Kaban bedeutet Weihrauch und diese Mondenergie heißt aufsteigenden Erdkraft. Und das war die heutigen Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihre Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.